Dann hätten wir zumindest unseren Bildungsauftrag irgendwie erfüllt oder so. Hm. Ich hab einen Ray und einen Finn. Ja, genau. So, Ray hat 2 Würfel, Finn hat 1 Würfel. Da ist ein Ray drauf. Ich nehme an, das ist einer für Sie. Richtig? Ja. Hast du gut erkannt. Dann nehmen wir das Zweite und dann das Finn. Okay. Ah. Mhm. Dann habe ich hier noch unglaublich viele Marker. Schande. Ich habe auch mal gerade eben zu Hause geguckt. Meine Frau streamt gerade nicht. Töchter sind nicht da. Gibt keinen Grund. Das zeigt mir auch an, dass es eigentlich mit relativ hoher Bitrate streamt. 2000 Kilobit pro Sekunde gerade, das ist eigentlich okay. Für Twitch. Es liegt einfach an den Zuschauern. Es liegt vielleicht an Twitch selber, das kann schon mal vorkommen. Oh. Aber dann müsste es auch auf anderen Streams sein. Nicht unbedingt. Bedingt besser, sagen Sie. Okay. Ah, das heißt zumindest, dass man uns schon wieder hören kann, wenigstens richtig. Man hört und sieht euch, ja? Okay. Ralf Siedeck freut sich über alles. Ja, ja, aber jetzt einen leckeren Schluck. Wir unterstützen zumindest nicht den großen Weihnachtsmann-Konzern. Aha, so. Wir haben ganz geschickt im Off umgebaut. Okay. Wir haben ganz geschickt im Off umgebaut und spielen jetzt Star Wars Destinies, was eine Mischung aus einem Deckbuilding-Kartenspiel mit Boostern und Würfeln ist. Jetzt sitzt ihr nur wieder falsch rum. Oh. Aber egal. Wollen wir die Plätze wechseln? Ich weiß nicht. Die Leute hören dich jetzt auf ihrem linken Ohr und mich auf ihrem rechten. Ja, aber das ist doch total innovativ, finde ich. Ja. Kunst. Dann sollen sie einfach ihre Headsets falsch rum aufsetzen. Ja, genau. Oder Mayri macht einfach ihr Mikro aus und ich halte das Mikro mal hin. Nee. Weil, oder wir machen das tatsächlich mit. Lustiger Effekt. Häufig, wenn ich das Mikro ausmache, zumindest bei uns zu Hause, empfangen wir dann mit dem einem Empfänger über das Kabel irgendeinen Hobbyfunker bei uns in der Gegend. Ich habe keine Ahnung, was man dann hier hören würde. Ja, wir sind hier ja in Siegen, ne? Das ist, ja sowieso ein verrufenes Pflaster. Ja? Ja. Wir sind nicht unter den 10 schönsten Städten Nordrhein-Westfalens. Ja, das stimmt. Ey! Nicht, was heißt? Nicht mal unter den 30 schönsten. Das ist nicht unter den 500 schönsten Städten. Wie viele Städte hat Nordrhein-Westfalen? Ich weiß nicht, weniger. Nein, es gibt ein geflügeltes Wort. Da Wuppertal auch in Nordrhein-Westfalen ist, das Siegen auf jeden Fall nicht die hässlichste. Ich möchte einfach nur fragen, was ist schlimmer als verlieren? Siegen. Jawohl. Den hatten wir letztes Mal schon, dass ich hier war. Essen ist auch in Nordrhein-Westfalen. Ja. Ja. Hat die Spielmesse. Damit ist es eine wundervolle Stadt. Ja, wenn so Essen aussieht, wie sieht dann Kotzen aus? Ja. Ja. Ich habe eine Karte bei mir gefunden, die nicht aussah wie der Rest und die offensichtlich eine Landschaft darstellt. Ich habe nämlich einen Schiffsfriedhof auf Jakku. Ich habe gefrorenes Ödland. Ich finde meins cooler. Das ist schön. Ja. Ihr müsst euch nach für eins entscheiden. Ah. Mal ein paar Worte zu Star Wars Destiny. Star Wars Destiny ist seit vielen, vielen Jahren das erste wieder sammelbare Spiel von Fantasy Flight Games. Das heißt, es wird über Booster verkauft. In jedem Booster sind 5 Karten und ein Würfel drin. Und man hat im Prinzip 3 verschiedene Kartengruppen. Mhm. Man hat Charaktere, die legt man am Anfang aus. Ich habe eine Rey und einen Finn. Ja, und der Patrick hat... Ich habe Kylo Ren und einen namenlosen Sturmtruppler. Genau. Also steht ein namenloser Sturmtruppler? Nein, da steht Sturmtruppler der ersten Ordnung drauf. Also wir haben hier linke Hand, haben wir das glorreiche Imperium und rechte Hand haben wir die Terroristen. Ja. Für die Zuschauer glaube ich umgekehrt. Aber, oder? Meine rechte Hand. Ja, gut. Ja? So, rechte Hand, da wo winkt. Hier sind die Terroristen. So. Man baut sich am Anfang seine Charaktere zusammen und zwar kann man 30 Punkte Charaktere spielen. Charaktere sind teilweise als Elite-Charaktere auch spielbar. Details. Spielt jetzt erstmal keine große Rolle. Wir haben 20 Punkte jetzt jeweils liegen, richtig? Nein, 21, du hast 20 Lebenspunkte hast du liegen. Ach, das sind 20 Lebenspunkte. Die Punkte der Charaktere stehen unten. Mhm. Wenn da 2 Zahlen stehen, ist die linke Zahl mit einem Würfel und die rechte Zahl mit 2 Würfeln. Du hast da jetzt also 25 liegen, während ich mit 12 20 spiele. Genau. Deshalb ist das ruhmreiche Imperium ein bisschen im Nachteil.
Ja? So, und jeder hat ein Battlefield. Okay. Diese Battlefields, um die geht es in dem Spiel. Um die wird gekämpft. Am Anfang würfeln beide Spieler mit allen ihren Würfeln einmal. Mhm. Das macht ihr doch jetzt mal bitte. Ah, die sind schön schwer und groß. Und dann zählt ihr mal die Ziffern zusammen, die ihr geworfen habt. 4. 3. Gott. Dann ich habe das Gefühl, dass das Imperium anfängt. Das Imperium fängt an. Das Imperium darf entscheiden, um welches Battlefield gekämpft wird. Das Imperium schlägt zuerst. Ich schäme mich schon ein bisschen, ja. Ja, ich nehme dann mal meine hier. Das gefrorene Öl. Also, es geht also ums gefrorene Öl, das kommt raus. Der Imperium-Spieler beschließt, man kämpft um das Battlefield des Imperiums, gefrorenes Ödland. Mhm. Das heißt, weil um dein Battlefield gekämpft wird, bekommst du 2 Schilde geschenkt. Schilde sind diese kleinen Stormtrooper-Helme. Aber in denen kann ich doch nichts sehen. Die kannst du auf einen deiner Charaktere legen oder jeweils einen auf beide. Die halten Schaden ab. So. Ja, so. Jeder von meinen Deppen hat jetzt einen Stormtrooper-Helm. Also wenn wir ehrlich sind, ist das ein Boba Fett-Helm, ein mandalorianischer. Ja. Egal. Ja, yes. Ich kann so nicht arbeiten, echt. Ja, es tut mir leid, ich höre schon auf. Du hast gewonnen, du darfst auch anfangen. Das ging schnell, ach so. Ja. So. Wer hat das im Hintergrund ausgelacht? Am Anfang zieht jeder 5 Karten. Mhm. Und die schmeißen wir dann weg. Und so eine Art. Mhm. So, jetzt kann man am Anfang einen sogenannten Mulligan nehmen. Das heißt, man kann beliebig viele Karten wieder ins Deck mischen und dann wieder auf 5 Karten aufziehen. Mhm. Da ihr beide das Spiel nicht besonders gut kennt, sage ich euch mal einfach einen Tipp. Ich ziehe mal neu. Du ziehst mal komplett. Also wenn man Karten hat, die teurer als 2 Ressourcen sind, die kann man einfach nicht spielen, die schmeißen auf alle Fälle weg und zieht neu. Du hast keine deiner optimalen Startkarten, du machst auch alle 5 neu. Mach mal einfach. Reinmischen und dann neu ziehen oder erst neu ziehen? Reinmischen und dann neu ziehen. Also man kann die alten Karten durchaus nochmal ziehen. Mhm. Ist der Stream inzwischen besser? Ja. Das ist schön. Geht doch. Also er hängt immer noch, aber offenbar deutlich besser als eben. Er hängt besser. Ich habe so ein bisschen runtergedreht, neu gestartet. Und wenn ich deine anderen Fenster alle noch zumache, vielleicht... Nein? Welche anderen Fenster? Da sind noch ganz viele Fenster offen bei dir. Ralf, guck mal in meine Karte. Ein Traum. Ja, das ist gut. Ein Traum, ja, weil die spielst du ja jetzt allererstes. Auf jeden Fall. So, jetzt ich habe keine Ahnung, was sie mir bringt, aber... Das erkläre ich dir gleich. 2 Ressourcen kriegt jeder am Anfang. Mhm. Die gebe ich dir mal raus. Hm. Ja. So. Das Symbol kommt mir sehr aus Imperial Assault vertraut vor. Das sind da die Cargo-Kästchen. So, Patrick hat ja gewonnen, das Opening. Also darf Patrick auch anfangen. Okay. Patrick sucht sich jetzt eine Karte. Genau. Das Spiel findet in Runden statt und jede Runde aus Aktionen. Es ist ein schnelles Spiel. Das heißt, jede Aktion, also jeder Spieler macht eine Aktion und dann ist sofort der andere dran. Solange bis der Erste sagt, ich bin fertig. Mhm. Aber da kommen wir dann gleich zu. Gut. So, Patrick darf seine erste Aktion machen. Für 2 Ressourcen spiele ich eine Charakteraufwertung. Mhm. Die Fähigkeit Lähmen auf Kylo Ren. Das ist eine Karte, die auch einen eigenen Würfel hat. Mhm. Den kriegt mein Charakter jetzt dazu. Gut, okay. Und dann ist Mayri dann bin ich dran und ich habe ihm gesagt bekommen, ich soll jetzt als erstes eine Karte namens Jedi-Robe spielen. Das ist eine Charakteraufwertung und die gebe ich auf Rey. Rey. Und dann kriegt sie 2 Schilde und sie würde nur einen kriegen, wenn es nicht die erste Runde wäre. Richtig. Und auch das Ding hat einen Würfel. Und auch das Ding hat einen Würfel. Ich suche mir eben kurz die Schilde raus. Ein Mandalorianer-Helm. 2 Mandalorianer-Helme. So. So, welche Würfel kriege ich denn dann? Den hier, den von der Jedi-Robe. Ah. Jeder Charakter kann maximal 3 Schilde haben. Mhm. Und jeder Charakter kann maximal 3 Aufwertungen haben. Mhm. Jetzt kommen wir zum nächsten. Die Würfel legen wir übrigens auf die Charakterkarten, weil wenn sie davor liegen, sind sie ja schon gewürfelt. Hätte ich wissen müssen. Hättest du wissen müssen. Ja. So, Rey hat eine Sonderfertigkeit. Mhm. Immer wenn Rey eine Aufwertung bekommt... Darf ich eine zusätzliche Aktion ausführen? Genau. Und, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, du aktivierst doch mal einfach Rey. Hallo. Hallo. Da ist gerade Mirko gekommen, der Hexenmeister, denn wir werden nachher auch über Hexen reden. Ja, ich Hexen. Hexen 1733? Ja. Ha, ich habe mir die Jahreszahl gemerkt. So, Konzentration bitte, Marie. Entschuldigung. Ja? Konzentration. Ich kann Ray aktivieren. Und was bringt mir das? Dann tappst du, Entschuldigung, dann aktivierst du sie. Aktiviere ich tappen, darf man ja nicht sagen. Und würfelst ihre Würfel.
würfel ihre drei Würfel. Ja. Gut, die schiebst du jetzt davor hin. Sehr schön. Das ist ein Wurf, der hat alle Würfe unter sich. Die Mutter aller Würfe. Ich glaube, beschissener kann man nicht würfeln. Ah, oh, gut zu wissen. Ja, aber wir kommen gleich zum interessanten Fakt. Ich habe plus eins Ressourcen, plus eins Ressourcen und einen Strich auf rotem Feld für die Jedi-Robe. Hm? Ist was für den Arsch. Heißt das, ich verliere die Jedi-Robe wieder? Nein. Nee, die hat nur keine Wirkung. Die hat keine Wirkung in dieser Runde. Aber das ändern wir noch, keine Sorge. Patrick ist dran. Ich bin dran, dann würde ich jetzt auch mal Kylo aktivieren. Ja. Das wird nicht gut ausgehen, das weißt du. Ja, er würfelt schon wesentlich besser. Nicht toll, aber besser. Was ist denn die Sonderfertigkeit von dem Kleinen? So, dann ist jetzt wieder Mairi dran. Mairi hat keine Ressourcen mehr, aber sie hat noch Finn, den sie aktivieren kann. Aktiviere Finn. Ja. Dann würfel ich seine Würfel. Wunderbar, ja, das ist jetzt besser. Interessant. Jetzt nehme ich habe eine 1 und ein Cargo-Symbol. Das heißt, du kriegst eine Ressource. Nein, wenn du den abhandelst, den Würfel. Aha. Die anderen, Ray hat plus 1 Ressourcen. Mhm. Die helfen dir nur, wenn du mindestens die Ressourcen einen normal bekommst. Verstehe. Na, jetzt könntest du also dir gleich mal durch eine Aktion 3 Ressourcen holen, was schon geil ist. Was hast du denn so auf der Hand? Hast du irgendwann teuren Karten? Ich habe keine teuren. Okay. Das hätte ich wahrscheinlich nicht laut sagen sollen. Ist egal, das ist ja auch gut. Nein, das behalten wir erstmal so. Du kannst jetzt, du musst dich gleich entscheiden, willst du gleich lieber Schaden machen direkt am Anfang oder Ressourcen sammeln? Ich habe keine Ahnung, was mehr Sinn macht. Ressourcen sammeln. Dann sammle ich wohl du Ressourcen. Du kommst langsam, aber gewaltig. So, Patrick ist dran. Mhm. Ich benutze Kylo Rens Sonderfähigkeit, also ich aktiviere diesen Würfel. Ja. Ich wähle mir einen gegnerischen Charakter. Sieh dir dann die zufällige Karte dieses Gegners an. Also, ich wähle einen gegnerischen Gegner, okay. Ja. Ah, okay. Ja, ich wähle Finn, gucke mir eine zufällige Karte von dir an und der gute Finn kriegt so viel Schaden wie die Höhe der Kosten der angezeigten Karte. Und zwar nehmen wir die da. Das ist nicht viel. Die war leider für null. Ja. Ja, kann man nichts machen. Da hat ein bekannter amerikanischer Philosopher zugesagt. Haha. Ha. Ach, der? Ja, genau. Verstehe. So. Dann ist jetzt wieder Mairi dran. So, wie kriege ich jetzt meine Ressourcen? Indem du sagst, du handelst deine Ressourcenwürfel ab. Es ist eine Aktion, Würfel abhandeln. Du nimmst diesen Würfel. Diesen Würfel und die zwei Pluswürfel, weil die alleine nichts bringen. Und kriegst dafür 3 Ressourcen. Wunderbar. Das war deine Aktion. Du bist dran. Jetzt könnte ich mir Dinge kaufen. Jetzt können Sie dir Dinge kaufen. Oder ich sparen. Ich aktiviere mal den Sturmtruppler. Das ist toll. Ist ha, übrigens, Fun Fact. Bei diesem Spiel haben sie auf die Lore sehr geachtet. Die Sturmtruppler schießen immer daneben, oder was? Ja, richtig. Fast alle Charaktere haben... Sie haben 2 Blanks, oh Gott. Ja, fast alle Charaktere haben eine Blankseite. Sturmtrupper haben 2 Blankseiten. Ich find's cool. Mairi auch anscheinend. Ja, ich habe übrigens nicht so toll gerade. Jo. Ich bin so nicht dran. Mairi ist dran. Ja. So, du kannst. Wir gucken mal meine Charaktere sind beide schon aktiviert. Richtig, gewesen. Du guck mal in deine Karten rein. Ich habe Ressourcen, mit denen könnte ich Dinge machen. Ansonsten habe ich. Also, du könntest. Ganz ehrlich, du beendest die Runde. Mhm. Du beanspruchst das Battlefield für dich. Mhm. Ja. Nimmst Battlefield auf deine Seite. Ja, das macht Sinn. Dann putze ich mir die Nase. Aha, das steht. Ich habe hier eine Aktionskarte, wo drauf steht, in welcher Reihenfolge man das macht. Würfel abhanden, Karte ablegen, neu zu werfen, Kartenaktion verwenden, Nase putzen, Schlachtfeld beanspruchen. Genau, so. Und jetzt, du hast das Battlefield genommen. Ja. Jetzt darfst du die Aktion ausführen. Eliminiere. Beanspruchen, entferne einen Charakterwürfel. So, jetzt guckst du an. Du kannst den entfernen oder den entfernen, weil das ist kein Charakterwürfel, sondern ein Aufwertungswürfel. Ah, ja, ja. Ja, dein. Gut. Das so. Mache. Also dann ist jetzt leider gebraucht. Bist du fertig und Patrick ist dran. Ja, viele habe ich da auch nicht mehr. Ich benutze den hier, um mir ein Schild auf. Ein Mandalorianer-Helm? Ein Mandalorianer-Helm auf. Kommt ein zweiter Helm, kann ja gar nichts mehr sehen. Super. Machst du noch was machen? Ach so, ich bin noch mal, ne? Ja. Ja, weil ja, ich bin. Weil du, wir sollten es vielleicht auch den Leuten erwähnen. Ja. Derjenige, das Battlefield beansprucht, beendet seine Runde und dann darf der andere so viele Aktionen machen, wie er noch möchte. Und machen kann. Ja. Ah, verstehe. Nur, ich bin dann leider auch fertig. Gut, okay. Dann. Ich glaube, ich habe es lang gerafft, wie das funktioniert. Ist doch nicht so schwer. Ja, jetzt wird wahrscheinlich wieder genau alles
aktiviert. Genau. Jeder bekommt 2 Ressourcen. Das ist schon mal gut. Zieht man neue Karten? Man kann jetzt entscheiden, beliebig viele Handkarten abzuwerfen. Mhm. Und zieht dann auf 5 Karten wieder auf. Vielleicht sollte man dazu sagen, dass das Spiel auch so langsam vorbei ist, wenn man keine Karten mehr ziehen kann. Richtig, genau. Das Spiel endet auf verschiedene Arten und Weisen. Wenn man keine Charaktere mehr hat oder wenn man am Ende der Runde keine Karten auf der Hand und keine Karten mehr im Ziehdeck hat. Dann werfe ich eine Karte ab und ziehe mit 2 auf 5 wieder auf. Ja. So. Du hast das Battlefield geclaimed. Also darfst du jetzt anfangen. Das ist jetzt wieder in der Mitte, das Battlefield, oder? Das bleibt da liegen. Achso, es wird aber ja wieder dann. Ja. Wenn du es dann nachher claimst. Krieg ich es dann, okay. Mhm. Mairi hat ein Talent, nur die günstigen Karten zu ziehen. Hm. Unterstützung. Das ist ein Problem. Kann sein, dass das Deck nicht so gut mit Ressourcen ist, ja. Funktionieren Unterstützungen wie Ausrüstung, dass ich es jetzt in einem Charakter lege? Oder wie funktioniert das? Nein, Unterstützungskarten legst du einfach einzeln für sich hin. Die brauchst du nicht zum Charakter zuordnen. Okay, dann ist meine erste Aktion, eine Ressource auszugeben und das Erwachen hinzulegen. Sehr schöne Karte, sehr mies. Meskanata ist drauf abgebildet. Und ich kann sie erschöpfen, um einen meiner Würfel, der einen Modifikator zeigt, so abzuhandeln, als wäre es kein Modifikator. Das heißt, einer meiner Ray plus Ressourcenwürfel wären ganz normaler. So, das war meine Aktion. Na, exakt. Ja, ich gebe 2 Ressourcen aus. Meine eigenen. Wenn ich mal kurz was einwerfen darf, wir haben jetzt schon 100 Euro zusammen als Spenden. Ja, schon 100 Euro zusammen. Cool. Ja. Und ich würde jetzt aber mal all deine Tabs schließen, weil es wieder sich aufhängt, offenbar. Und ich habe davon alle geschlossen eigentlich. Da sind noch ungefähr 7 Millionen Tabs. Ungefähr alles so mit grob über den Daumen gepeilt. Ich habe 2 Ressourcen ausgegeben und gebe meinem namenlosen Sturmtruppler der ersten Ordnung Infanteriegranaten dazu. Ocean. Trifft er mit dir etwa besser? Nein. Aber es ist ja zusätzlich zu seinem Blaster. Okay. Irgendwas trifft er dann schon, hoffe ich. Bestimmt. Mal hier überlegt. Okay. Ich aktiviere Ray. Sehr gut. Nein, nur wenn man die Karte hat. Ja. Was habe ich denn? Der ist doof. Ein Blank. Da ist ein komisches Symbol drauf. Das damit ist die kannst du deinem Gegner eine Ressource weghauen. Ja. Das ist nice. Ja, es geht im Moment. Ist und plus 2 Schaden. Genau. Nahkampfschaden. Mhm. Plus 2 Nahkampfschaden, exakt. Aber nur plus. Aber ich verrate gleich einen Trick noch. Mach mal ruhig weiter. Ja. Patrick ist dran. Ja, eben. Ja, dann aktivieren wir mal 3 Loren. Ja, jetzt sind wir oben. Okay. Achso, das war das schon. Wir werden es dann noch singen, wenn wir auf die Spielstraße. Aktiviere Finn. Aktiviere Finn. Okay, die Macht gibt mir ein. Aktiviere Hallo, danke Finn. Macht. Finn zu aktivieren. Und ich habe Schild ein Schild gewürfelt. Gott. Patrick ist dran. Ja. Patrick. Das ist ja gar nicht so gut. Ach komm, aktivieren wir mal den Sturmtruppler. Mhm. Eine Ressource und 2 Blasterschäden. Mhm. So. Ich würde jetzt die hier spielen. Die ist okay, aber ich würde dir was anderes empfehlen. Okay. Wir kommen zum neuen Mechanismus. Okay. Du kannst jederzeit eine Handkarte abwerfen und dafür beliebig viele deiner Würfel neu würfeln. Beliebig viele? Beliebig viele. Da hast du nicht mehr dran gedacht. Das ist aber schlecht. Kernmechanismus. Du kennst das Spiel schon. Ich habe das einmal gespielt hier. Ja, und was hast du danach gemacht? Der Würfel ist schon gar nicht schlecht, oder? Dann hast du das Spiel gekauft. Das stimmt. Der Würfel ist schon mal gut. Die anderen 3 sind eher suboptimal. Okay, dann werfe ich... Welche werfe ich ab? Warte. Spiele diese Karte nur, falls du mehr spielbereite Charaktere als einen Gegner hast. Das ist in dieser Runde auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Dann würfel ich diese 3 Würfel neu. Blink, das ist nicht ja, super geil. Besser geworden.
Das Symbol heißt? Mit diesem Symbol kannst du einen beliebigen Würfel von dir auf eine beliebige Seite drehen. Das heißt also, du kannst den da wegtun. Mhm. Nee, aber das wäre dann eine Aktion. Richtig. Das wäre wieder eine Aktion, genau. Das heißt, erstmal ist Patrick wieder dran. Jawohl, ist er. Naja, erstmal würfelt sie einmal neu. Aktiviere ich diesen Ressourcenwürfel, um eine Ressource zu... Wieso nochmal neu? Mit einer weiteren Karte. Ach, darf man das jederzeit machen? Ich dachte, das wäre eine Aktion. Ja, ist eine Aktion. Mache ich was? Jetzt bist du wieder dran. Ja. Kannst was. Du hast was gemacht? Ja, ich habe mir eine Ressource gekauft mit dem Sturmtruppler der ersten Ordnung, der keinen Namen hat. Was ist ein Charakter sichten? Cliff. Charakter sichten heißt, Cliff. Du brauchst einen Charakter der entsprechenden Farbe auf deiner Seite. Mhm. Ja, also du hast ja sicht den blauen Charakter, du hast Ray, ist ein blauer Charakter und sie ist noch bei dir spielbereit, also darfst du ihn spielen. Wenn Ray tot wäre, dürfte sie gerade nicht mehr spielen. Ah, okay, gut. Dann werfe ich wohl noch mal eine Karte ab und würfel die neu. Das wird immer besser hier. Nein, wird es nicht. Das wird immer schlechter hier. Immerhin habe ich jetzt eine Ressource. So. Dann würde ich mal wieder seine Fähigkeit benutzen. Finn auswählen, eine Karte ziehen und ihm so viel Schaden wie die Kosten da sind. Wahrscheinlich beide Nuller, ne? Einen Schaden! Einen Schaden. Dann nehme ich wahrscheinlich diesen Helm von ihm runter. Richtig, in dem Fall nimmst du den Helm runter. So, und jetzt. Jetzt wird es spannend und lustig. Jetzt verrate ich dir die Creme de la Creme. Du bist dran, ne? Ja, ich bin dran. So. Ich weiß nicht, ob das fair ist. Du könntest diesen Würfel. Verwenden, um einen beliebigen Würfel auf beliebige Seite zu drehen. Wie wär's mit der? Nö. Nicht? Die drehst du auch auf die plus 2. Warum? Weil ich dann den als 2 verwenden kann, wenn ich Mascanata drehe. Genau das. Plus. Ah, verstehe. Raffetückisch, oder? Ja, aber erst gleich. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Musst du nicht. Ich hasse es auch, wenn die Terroristen gewinnen. Geht gar nicht, aber naja. Mhm. Ja, bitte. Ach komm, bevor sie. Nee, kann ja nicht weg sein, ist das nicht mehr. Ihr habt schon die schickeren Uniformen. Wir haben wenigstens welche. Auch die Rebellen haben Uniformen, die sehen nur nicht so aus, als wären es welche. Ich benutze diesen Würfel, der kostet mich eine Ressource. Aber wir spielen hier ja auch und füge im falschen Zeitalter. Finn 2 Nahkampfschaden zu. Wie funktioniert das? Hier die Dinge. Wie viele Lebenspunkte hat er? 10. Nee, Moment. Ja, nicht 4. Netter 2. Versuch, Patrick. Ah, ja, netter Versuch. Ja, du hast ihn mit dem Lichtschwert am Rücken gestreift. Wir wissen alle, dass Lichtschwerte nur blaue Flecken machen. Ja. In Episode 7. Gut. Dann würde ich jetzt das erwachen lassen. Ja. Ja. Dann ist das ein 2 und das ein plus 2. Genau. Aber das wäre dann die nächste Aktion, wäre wieder eine Aktion, die dann zu verwenden. Richtig. Ich merke mir nur, dass das jetzt ein. Das ist kein Plus ist. Genau. Ja, ja, gut. Gut. Dann würde ich mir. 2 Rüstung verschaffen, ja, das ich dachte ich mir schon. Irgendwie schon. Kann ich mir nicht mehr bei dir rein. Aua. Du machst jetzt 4 Schaden. Ich mache jetzt 4 Schaden. Das ist ja nicht so schön. Mache ich die 4 Schaden auf den Stormtrooper? Kann man machen, ne? Würde ich sagen, ja, oder? Ja, ich mache 4 Schaden auf den Stormtrooper. Also ein Schild und dann... Gehen durch. Ja. Ich hau ihn mit meinem Lichtschwert. Ja, dann mache ich 2 Schaden auf den... Auf Finn. Finn, den Verräter der... Ja, brauche ich nicht. So. So. Achso, du kommst an... Traitor! Wirfst erstmal deine Waffen weg. Und, genau. Ja. So, jetzt kannst du noch entweder das Battlefield claimen oder die Ressource nehmen. Ich würde die Ressource nehmen. Kann ich schaden. Ich nehme die Ressource. Ja, weil ich kann jetzt auch nur noch das nehmen, habe aber nichts davon, weil alle Würfel... Richtig, genau. Und, ich gucke mal, ob ich noch... Du fängst aber dann die nächste Runde an zumindest. Wenn zähle die Anzahl deiner Würfel, sehe ich die? Also sind das nur nicht aktivierte Würfel, auf die sich die Karte bezieht? Oder? Mal kurz sagen. Ja. Das sind die, die vorne liegen. Ah, okay, also das ist jetzt auch nicht mehr... Ja, das ist alles dann... Ja, claim ich das, ohne dass das... Irgendwas bringt. Genau. Ja. Und wir ziehen auf 5 auf. Schmeiß ich was weg?
Ja. Die Spannung im Tisch lässt sich quasi schneiden, meine Damen und Herren. Ja, wir sehen hier Darth Patrick. Ja. Darth gegen Patrick. Padme Mairi. Padme Mairi. Ich weiß auch nicht. Kann ich nicht Mairi Organa sein oder so? Mairi Organa ist auch. Du bist Mairi Organa, ist alles klar. Danke. Wie wär's mit Mairi Jade? Mairi Jade! Sehr schön, danke. Zu naheliegend. Dann doch Padme ist die noch offiziell. Nö. Nein. Ist mir doch ist mir das egal? Glücklicherweise. Legends für immer. So. Terroristen, sag ich ja. Gut, okay. Ihr habt aufgezogen? Ich bitte dich, das Expanded Universe hat so viele Darths hervorgebracht. Ich habe auch 5 aufgezogen, ja. Dann fange ich an, oder? Du fängst an, ja. Ei, böse Karte. Bitte? Böse Karte. Die hier? Ja. Du hast Stormtrooper, ne? Ja, das stimmt. Zwei Blinkseiten. Ich glaube, es ist auch das Sinnvollste. Na, mal gucken. Ich aktiviere mal Kylo. Uiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Okay, du brauchst sogar Ressourcen. Ja. Ja, ja, aber. Oh. Ja? Warum willst du mir wehtun? Einfache Antwort, so. Weil das kann. Ja. Gut, ich bin dran, zum ne? Spaß. Ich würde mir was kaufen? Ja. 3 Ressourcen, um Machtwurf zu lernen. Mhm. Damit kann ich Dinge nach dir schmeißen. Also das heißt, dass ich Würfel, die auch keinen Schaden zeigen, ja, verwenden kann, um dir Schaden zu machen. Ja, wichtig. Machtwurf bringt dir auch nochmal einen Würfel. Ja, genau. Da, den legst du der auf. Mit dem Machtwurf-Symbol. Genau. Außerdem ist das eine Aufwertung, die du an Ray gelegt hast. Mhm. Wer deswegen, mir gelernt. Ah, darf Ray eine weitere Aktion ausführen. Ja. Wäre sinnig, dann Ray zu aktivieren? Total. Auf jeden mit Fall. Mit ihren 4 schicken Würfeln. Mhm. Aber das sind nur 4 Würfel, mit denen ich jetzt 4-mal scheiße würfeln kann. Na drauf. Wie gesagt. Boah, das ist hart. Blank. Blank. Ressource plus Ressource, Ressource. Pazifist, ha? Ja, aber offensichtlich. Toll. Super Sache. Bin ich dran? Wir machen hier nächsten Monat ein Destiny-Turnier. Du sollst mitspielen, unbedingt. Zähle die Anzahl deiner Würfel, toll, ja, mit der anderen was zu schlagen zeigen. Ja. Und so viele Karten legst du zufällig von der Hand ab. 1, 2. Moment, du darfst mir dann einfach mal welche ziehen. Zieh away. Du bist dran. Bitte nochmal machen. Nein. Fighting. Ich gebe eine Ressource aus, sichte einen blauen Charakter und darf einen Würfel auf eine beliebige Seite drehen. Hallo, warum? Warum nicht? Das machst du nachher. Das mache ich nachher. Du kannst du noch von der Karte abwerfen, alle neu würfeln, wenn ach du willst. So, du hast recht. Das ist ja gut. Und erstmal aktivierst du Finn. Ja. Weil man dir alles erklären muss. Ja. La, 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 la. Ich hätte schon wieder aus dem Hintergrund ausgelacht. Unglaublich. Auch aus dem Vordergrund. Ich werde verbessert. Es wird mit mir gelacht, natürlich, nicht über mich. Das haben sie immer schon gesagt. So, schon in der Grundschule, ne? Ja. Lustigen Sturm. Woher weißt du das? Ups, hey, du hättest meine Würfel ja auf ein besseres Ergebnis drehen können. Ich habe nicht gut. Also, mal ganz oh, du ehrlich, hast aber auch Kacke gewürfelt. Ich wollte gerade sagen, das ist schon eine Leistung, ne? Aber es ja, ist jetzt ein Stormtrooper. Das ist schon okay. Ray kann nur auch nichts. Das ist nicht ganz entsprechend ihres Charakters. Ich dachte, sie wäre so eine Mary Sue. So, dann du darfst wieder. Du darfst eine Karte abwerfen und alle Würfel neu würfeln, aber Finn ist okay, was da liegt, würde ich sagen. Hey! Das ist schon hart. Das ist aber wenigstens irgendwas bei, was ich so gut finde. Da draußen, habt ihr einen Statistiker bei euch? Rechnet mal die Chancen aus. 2 Würfel, die... Zweimal hintereinander, die zwei miteinander eine Blank würfeln. Also und es ist nur ein Blank. Ist nur ein Blank drauf. Also eine Chance von 1,
ein von sechs ist ein Blank und sie hat quasi mit vier Würfeln vier Blanks geworfen. So Raven willst du den Sturmtruppen bewerben. Ja, auf jeden Fall. Da wäre sie echt gut. Was bedeutet das? Du kannst ihm eine Ressource klauen. Also nicht klauen, sondern entfernen lassen. Ja. Dann aktiviere ich mal die beiden Nahkampfwürfel und benutze dafür die beiden Ressourcen, bevor die anderweitig weg sind und füge Finn vier Punkte Schaden zu. Ah, die kosten dich Ressourcen. Die kosten dich Ressourcen, leider, ja. Mhm. Da kommen die vier Punkte. Na, ertrag sie, Mann. Jetzt ist er fast tot. Ja. Aber nur fast. Fast. Ja, tut mir leid, Finn. Du bist irgendwie nur der Sidekick für Ray. Selbst gerettet werden muss sie nicht. Ja, und jetzt? Jetzt hast du noch eine. Ja, man kann eine. Mit dem kann ich einen Würfel neu würfeln. So. Ich würde also die abwerfen und die drei neu würfeln. Jetzt aber. Okay, ich bekomme einen Daumen gedrückt. Ein Blank nur noch, das ist doch schön. Ich kann Offizier. Das ist doch mal schön. Übrigens, der ist auch wieder aktiviert, ne? Achso, ja. So. So. Patrick will jetzt nochmal irgendwie versagen. Ja, mal gucken. Frage an Spinnenstudio. Es sind neue Spinnen eingetroffen. Wir sind bei... Gesundheit. Danke. 180 Euro. Ui. Das geht doch, Leute. Ich meine, da liegen Sachen für, ich weiß nicht, 500, 600 Euro? Haut mal rein. Eher mehr. Also die blaue Magie. Die blaue Magie. Ja, stimmt. Ist schwer zu beziffern, was die wert ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein paar Sammler dafür sehr viel zahlen, weil man sie nicht erhält normalerweise. Ja. Es sei denn, man hat einen eigenen Laden und ist Teil des Außenpostenprogramms. Danke. Das wäre jetzt nicht gut gewesen. Würdest du ein bisschen Salz noch für die Wunde haben? Ja? Hm. Ja, haben wir was da? Du kannst das ja Mirko übermitteln, dass er das Markus ausrichtet. Markus, super. Dann benutze ich den Würfel, um mir eine Ressource zu klauen. Ja. Ich weiß nicht, was du so auf der Hand hast. Hast du noch was auf der Hand? Guck mal, der Machtwurf, der hat ein Aktivierungssymbol. Mhm. Ich kann damit, würde das zählen? Oh, aber warum? Weil jetzt mal, entferne einen Würfel. Um einen Charakterschaden Würfel zu machen. Da liegt eine 1. Ach, ich darf auch seine Würfel entfernen. Steht da was von deinem Würfel? Nein. Ich wusste nicht, dass das symbolisiert ist. Das ist es. Gut. Das ist das Tolle an Destiny. Man kann eigene Würfel manipulieren, gegnerische oder beliebige. Dann ist meine Aktion, dass ich den Würfel aktiviere, um deinen zu nehmen, um ihm einen Schaden zuzufügen. Mhm. Genau. Total, du bist dran. Super. Dann, mach doch irgendwas, wo du meine Handkarten klaust. Ah, null. Dann nehme ich mal das Battlefield hier. Das heißt, du darfst einen Charakterwürfel entfernen. Ja. Möchtest du den einen Schaden oder den einen Schaden entfernen? Ihr könnt auch den Blink entfernen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Das Fokussieren kann ich entfernen. Wie lange dauert so eine Runde? Star Wars Destiny? Ja. Normalerweise weniger als eine halbe Stunde. Mhm. Wie lange dauert diese dann noch? Nicht mehr so lange. Also Finn ist fast tot, der Stormtrooper auch. Das geht gleich relativ schnell. Aber ich denke mal, wir sind hier in 10 Minuten durch. Ungeduldig. Hier steht schon der nächste Studiogast. Das wolltest du wissen. Ja. Also welche hast du entfernt? Ich habe das Fokussieren entfernt. Könnte mir ein Eis ausgeben. Ja, aber das Fokussieren ist doch kein Charakterwürfel. Haha. Aha, Moment, was ist Charakterwürfel? Charakterwürfel ist die Ray. Also, das bezog sich nur auf Charakterwürfel, ja? Okay. Ja, steht, entferne einen Charakterwürfel. Ja, ja. Wer möchte du, Finns oder Rays Treffer? Das ist mir relativ egal. Wir haben gerade den Hinweis bekommen, dass wir uns beeilen sollen. Lass mich. Ja, ja, ja. So. Ich aktiviere dann den, um den nochmal zu würfeln. Nein! Nicht? Zu drehen. Zu drehen. Ach, auf plus 2 natürlich. Das macht's nicht. Das ist nicht schön. So. Und da du nichts mehr machen kannst? Ja, ja. Richtig. Drei Schaden auf den Stormtrooper. Bye, bye, Stormtrooper. Ja, der ist weg. Ja! Okay. Bye, bye. So. Okay. Nächste Runde. Alles wieder. Zwei Ressourcen ziehen jeder. Mhm,
Ui, ich sehe da was. Die Spannung steigt. Bin nicht begeistert. So, Patrick auf Anfang. Mhm, weil er das Battlefield geclaimed hat. Das ist ein wunderschöner Satz. Er hat das Battlefield geclaimed. Ja. Das liest sich fast wie eine Warhammer Age of Sigmar Beschreibung. Ich wollte gerade sagen, das klingt sehr nach GW, ne? Also wir haben ja gerade den Test erbracht, dass es flüssig laufen kann. Du musst ihn dann, glaube ich, auch aktivieren, oder? Ja, natürlich. Ich muss das mal. Aber mit 2 Kbit uploaden ist es eigentlich auch, müsste es eigentlich ausreichen. Ja. Nicht wir sind doof, sondern ihr habt blödes Internet. Das hätte mir da kein Urteil erlauben. So, ich lege ein Lichtschwert aus für 3 Ressourcen. Das hört sich ja gut an. Dann kriegt Ray noch einen weiteren Würfel. Ja. Und da sie eine Aufwertung bekommen hat und mit 3 ist sie jetzt auch voll, darf sie auch direkt aktiviert werden. Das mache ich auch mal. Jetzt habe ich 5 Würfel, mit denen ich nichts würfeln kann. Ey, das sieht nicht wie nichts aus. Das sieht gut aus. Ja. Das kann man doch tatsächlich mal so stehen lassen. Wenn noch komische Sachen passieren, bringe ich immer Finn um. 2 Schaden. Tschüss, Finn. Servus. Sehr schön. Ja, allerdings. So. Ja. Die aufgerüstete Radar ist ein Problem. Tja, jetzt kannst du hier. Ich habe Ressourcen ab, nix. Guck mal. Was du schon mal machen kannst, ist ja mit der Sonderaktion den Würfel entfernen, kriegst du schon mal einen Schaden. Dann ist der weg und dein Schild ist weg. Echt? Ist weg und dein Schild ist weg? Nee, der Würfel ist weg und du kriegst einen Schaden. Also geht das Schild weg. Ah. Ja, okay. Hast du ja vorhin schon mal gemacht. Ja, ja, ja. So. Das war der Machtwurf. Ja, dann kann ich ja nicht mehr so viel machen. Schmeiße diesen Helm nach dir. Ich ziehe eine zufällige Karte auf deine Hand an und füge dann Ray so viel Schaden zu, wie diese Karte. Ich glaube, die teuren Karten liegen da schon alle. Ne? Ja, ich glaube auch. Wenn da überhaupt noch was bei ist. Aua. Was? 2. 2 immerhin. Pinsel. So, 2 Hämmchen weg. Dann bin ich dran. So. Aber viel mehr kommt davon. Ich mal gucken, hat das noch irgendwie was Höheres? Ja, plus 2 Schaden noch. Aber kannst ja jetzt mit dem den auf plus 2 Schaden drehen. Dann machst du 5 Schaden. Danke für die Tipps. Och bitte. Macht. Wenn ich die Seite noch finde. Kein Wunder, dass ich nicht gut so würfel, wenn ich den Würfel drehen darf, wenn ich die richtige Seite das hier und entferne einen Charakterwürfel. Dann aktiviere ich Mess, mach daraus 2. Ja, und dann hast du es immer noch. Genau. Und du bist auch weiter dran. Ja. Und dann mache ich dir im nächsten Schritt 4 Schaden. 4 Schaden. Also 3. Yep. Und dann sind wir, glaube ich, alle durch wieder. Ja, ihr seid ziemlich durch. Danke. Alles gut? Hier wird getanzt. Ich finde das gut. So, ich habe irgendwie sehr teure Karten. Das ist eine Info, die wir haben wollten. Was machst du? Machst du irgendwas? Man muss sagen, Patrick ist total begeisterungsfähig. Als ich ihm vor 3 Wochen das Spiel erklärt habe, 2 Wochen, ja. Da saß er hier bei mir im Laden. Ich wollte das nicht lernen, verdammt. Er wollte eigentlich Blood Bowl haben. Dann habe ich gesagt, komm, wir spielen eine Runde Destiny. Dann haben wir gespielt und er hat eine Hackfresse gezogen. Ich dachte mir, okay, das gefällt ihm nicht. Und mit dem das Spiel... Das ist Resting Bitch Face. Mitten im Spiel, cool, immer so...
Scheiße, ja. Ich brauche das doch. Ja, das war. Okay, zwei. Nicht, dass ich das seitdem groß gespielt hätte, keine Zeit gehabt, aber ich denke mal jetzt zwischen den Jahren mal. Ja, ja. Ich aktiviere Ray. Nicht im Ernst. Ey. Ah! Ray Blitz ist Fluch des. Das ist ansonsten ein seltsames Symbol, was wir noch nicht hatten, immerhin ablegen. Okay. Karte ablegen, genau. Dann, bevor das passiert, gebe ich mal drei aus, um einen Teiljäger der ersten Ordnung ins Spiel zu holen. Mhm. Was? Das geht? Ja, ja. Wie sollte das nicht gehen? Also, wenn man Teiljäger? Ja. Ja. Habe ich herangerufen. Um schön. Finde ich schon. Ich werfe eine Karte ab, um den ganzen Müll hier nochmal zu würfeln. Eine gute Wahl. Du kriegst mich jetzt auch echt klein einfach, oder? Ich bitte dich. Ey, ist das übel. Außer du würfelst weiterhin so ein Dreck, da. Ja. Du machst 5 Schaden da gerade, oder? Ja. Ja. Wow, Igitt. Ja, dann bin ich ja so gut wie durch nächste Runde oder so. Nö. Ich nehme mal die 2 Schilde. Mhm. Gute Wahl. Tipp von mir, Rays Stab wirst du nicht mehr brauchen. Ja, den werfe ich auch ab. Und dann würfel ich die nochmal. Genau. Schade. Das kann doch nicht wahr sein. Ey. Ressourcen. Ja, super. Schön. Und einen weiteren Plank. Mach's immer noch. Ich aktiviere mal den TIE Fighter. Oh, der hat einen Blank gewürfelt. Der wird halt vom Sturmtrupper geflogen. Mhm. Die hast du schon. Jetzt. Wir machen das nochmal. Wow. Wird besser. Ich werfe auch mal was ab, um was neu zu würfeln. Überraschung. Ja, besser. Oh. Jetzt kannst du natürlich gucken. Der bringt jetzt. Ja. Im Prinzip, ich würde resolven. Ich würde anfangen, 5 Schaden zu machen. Kostet eine Ressource. Nur 5, ja. Mhm. Nur 5. 2 Schilde und dann, ja. Gut. Du bist dran. Aber du siehst, Nico, ich mach dir es geht dir schnell. Kylo geht seinem Ende zu. Das freut Nico. Nicht wir enacten das absichtlich. Wenn ich einfach alle gegenseitig umbringen würde, dann wäre mir das am liebsten. Ich mach dir einen Schaden. Ey! Tun wir doch gerade so circa. Du bist dran. Ja, ich bin dran. Mhm. Du meinst, ich bin dran, ne? Du bist dran. Mhm. Sagte Ray zu Kylo. Du bist dran. Ja. Du Lurch. Du genau. Lurch? Du ich bist dran, du Lurch. Und dann zog Kylo seine Maske ab. Ich bin und Ray verloren. So wörtlich meine ich das doch nicht. Ja? Mhm. Ja, ich ziehe zufällig eine Karte von der Hand und nimm so viel Schaden aus der Karte. Das war lass dir Zeit. 0 Schaden. Gut. Ich hätte den Patrick so wenig. Bitte? Ja, du musst ihm, genau. Entschuldigung. Sag mach mal nichts. Was, ich claime das Schlachtfeld. Ich sag die ganze Zeit was. Ja, aber. Toll. Das bringt mir aber nichts. Genau. Doch, du darfst jetzt anfangen. In der nächsten Runde. Ja, dann, ich bin. Möchtest du noch? Mehr. Nein, natürlich. Gut. Nicht. Ja. Die ist ja super. Was noch? 2 Leben? Entschuldigung. Ich muss jetzt sofort eine Ressource ausgeben, um BB-8 zu kaufen. Ich habe keine Ahnung, was mir was bringt, aber ich will ihn haben. Aber super, hat er 5 Würfel. Der kriegt einen eigenen Würfel, ja? BB-8 hat seinen eigenen kleinen Würfel? Wir sehen Mairi so mit kleinen Sachen glücklich zu machen. Hm. Mit kleinen. Weißt du, wie viele BB-8s ich habe? Rate. 4. Süß. Nein. 14? Nein, es sind, glaube ich, aktuell 7. 7? Aber müsste man nicht 8 BB-8s haben? Ach.
Dann fehlt dir noch einer. Ja, da brauche ich wohl noch einen. Ich kann die so der Größe nach aufstellen. Es ist übrigens ein BB-8 im Raystarter drin. Hint, hint, ja. Wenn ihr fertig seid, würde ich gerne den Stream resetten und hoffen, dass es dann besser läuft. Okay. Gut. Bringt euch mal bitte um. Ich aktiviere Ray. Das ist der erste Schritt dafür. Ich würfel die jetzt alle mal einzeln. Ja, das macht's besser, ne? Nein. Ey, übel. Das ist unglaublich. Ich kann Offizier bei den Sturmtruppen werden. Oh ja. Wow. Okay, du bist dran. Was macht er denn? Schild entfernen. Jetzt, das ist sehr hilfreich. Jetzt hast du eine Chance, den Patrick mal so richtig von hinten durch die Brust ins Auge. Was macht dieser Würfel? Ich nehme einen seiner Würfel und füge ihm so viel Schaden zu. Richtig! Der ist auch raus, ne? Ja, klar. Der Würfel ist raus. Also du sparst dir zwei Schaden und machst ihn nochmal zusätzlich zwei. Ja. Das nimmt man ein Angebot. Und an dieser Stelle steht auf der Karte, dass du die Nase putzen musst. Ich weiß. Naja. Du bist jetzt schon wieder in der. Na, hat nur noch zwei Leben. Ja, ich würfe mal. Ich habe nur noch zwei Leben. Kann ich beliebig viele Würfel neu würfeln? Ja, ne? Wenn ich die Karte werfe. Nicht hilfreich. Naja, geht so. Ich werfe einen Würfel ab, um. Den behalte ich mal. Der ist nicht schlecht, ja, ne? Ja, der ist gut. Nee, angesichts der Tatsache, dass ich immer so ganz furchtbar würfel, ist ein Würfel, der es mir erlaubt, andere Würfel zu drehen, noch nicht schlecht. Plus. Ja. Füge einem Charakter 2 nicht blockierbare Schaden zu. Wann? Jetzt gerade sofort? Ne? Nein, gleich, wenn sie gleich dran ist. Ach, gleich. Ja. Mhm. 2? Ja. Ja. Nicht blockierbar? Ja. Ja. Dann füge ich dir jetzt noch schnell 3 Schaden zu, damit weil du es noch kannst. Aussieht. dann bin ich jetzt dran und du bist tot. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, dass wir mit deinen Figuren spielen durften. Figuren? Das klingt jetzt echt anstößiger, als es gemeint ist, glaube ich. Wenn es noch länger gedauert hätte, hätte ich die Matte in der Mitte auseinanderreißen müssen, um mich zu trennen. Aber ist ja kein Film hier. Nein. Ja, das wäre jetzt ein kurzer. Das hätten wir da auf dem Gelände machen müssen, ja. Oder tatsächlich so. Es schneit ja auch zu wenig für diese Sache. Maike, ich würde den Stream nochmal kurz resetten. Gut. Stream, wir resetten dich. We will be right back. Sag doch den Leuten, was sie nach dem Stream erwartet. Gut, wir bauen jetzt nochmal ein bisschen um im Off, was sich gut trifft, denn wir resetten auch den Stream nochmal, um nochmal zu versuchen, ein bisschen mehr Qualität rauszuholen. Und da Mirko schon eingetroffen ist und sehr höflich und geduldig im Hintergrund gewartet hat, werden wir dann gleich, wenn wir wieder da sind, über Hexen reden und vielleicht auch ein paar kleine Szenen spielen, um euch zu zeigen, beziehungsweise das erklären, wie es funktioniert. Hexen ist ein demnächst kommendes Rollenspiel, das bei Ulysses erscheinen wird und das im 18. Jahrhundert spielt, nur mit Hexen und übernatürlichen Wesenheiten, die man bekämpft in schicken Klamotten. Bis gleich! Thank you.